Weiter geht es mit Dragon Age Origins. Wir befinden uns immer noch in Lothering und werden uns weiterhin umsehen. Es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Und hier vorne gibt es auch die nächste Quest. Huh? Aber erst gucken wir mal, was in dem den ich gerade gekauft habe. Das ist doch ein... Naja. Zum Glück hat der Helm nur 20, 30 Silber gekostet. Whatever. So. Dafür bekommst du jetzt auch mal einen gut aussehenden Helm. Seid gegrüßt, Fremder. Ich nehme nicht an, dass ihr jemanden kennt, der Fallen herstellen kann, oder? Wofür braucht ihr die Fallen? Der alte Balin sagte, die dunkle Brut könnte bald hier sein. Er hat einige Fallen auf seinem Hof. Ich dachte, ich sollte auf meinem Land vielleicht auch welche aufstellen. Aber Balin will seine Fallen vergiften. Ich möchte ganz normale Fallen. Warum kauft ihr nicht einfach welche? Es gibt keine mehr. Balin hat alle Fallen, die es im Dorf gab, auf seinen Feldern aufgestellt. Balin hat Giftfallen auf seinem Land? Er hat noch kein Gift im Abbauer, sei Dank. Also sind seine Felder einfach voller Fallen. Er kann manchmal ein bisschen exzentrisch sein. Es tut mir leid, aber ich kann keine Fallen herstellen. Entschuldigt. Ich wollte euch nicht belästigen. Leider nicht. Beziehungsweise leider noch nicht. Das kommt aber bald. So, hier ist wieder ein Questgeber. Wir können doch erstmal... Nope, können wir nicht. Also, reden wir mal kurz über eure Mutter. Ich würde lieber über eure Mutter reden. Irgendwas, da gibt es nichts zu reden. Können wir nicht dran. Außerdem ist eure Mutter doch eine böse Hexe, die mitten im Wald lebt. Das ist viel interessanter. Für euch vielleicht. Aber ihr findet sicher auch den Moosbewuchs auf deinen interessant. Wisst ihr, was noch viel interessanter ist? Abtrünnige. Magier außerhalb des Turms. Das ist gegen das Gesetz, wisst ihr? Habt ihr das in irgendeinem Buch gelesen? Hoffentlich waren die kleinen Buchstaben nicht zu anstrengend für euch. Silberkelch. Okay, wir müssen uns aber auch nicht über eure Mutter unterhalten. Ist mir auch recht. Wo war er? Ach da, er war vorbei. Nee, sie. Älteste Miriam. Habt ihr euch schon um ein Bett für die Nacht gekümmert? Was ist hier los? Seit unser guter König Kaelin von uns gegangen ist, sind hier Flüchtlinge und Soldaten durchgekommen. Ich bin hier die Älteste und habe alle Hände voll damit zu tun, sicherzustellen, dass die Flüchtlinge nicht mit Diebstählen oder Schlimmerem anfangen. Sir Bryant bei der Kirche kümmert sich um die Verteidigung und Ähnliches. Er kann vermutlich mehr mit Leuten wie euch anfangen. Ja, da waren wir schon. So viel zu tun und so wenig Zeit. Kann ich euch behilflich sein? Ihr kennt euch nicht zufällig mit Elixieren, Arznei oder Kräutern aus, oder? Ich nicht. Ich nicht, aber ich hätte jemanden, der sich auskennt. Dann könntet ihr uns vielleicht einen großen Dienst erweisen. Hier kommen die verschiedensten Reisenden durch. Und viele von ihnen sind verletzt oder krank. Wir geben unser Bestes, aber uns sind die Vorräte ausgegangen. In den Wäldern im Norden gibt es Arzneikräuter. Wenn ihr ein paar Umschläge für uns herstellt, versuche ich, eine Bezahlung für euch zusammenzubringen. Ich schreibe euch hier alles auf, was ihr wissen müsst. Schön. Neue Quest. So, und wir haben einen neuen Questgegenstand erhalten. Den finden wir aber wahrscheinlich nicht hier, sondern im... im Journal. Hier war's. Fertige Umschläge an. Ja, okay. Die finden wir dann. Ein Codex-Eintrag. Nein. Ach, questbezogen natürlich. So. Nee, das auch nicht. Okay.
Das suche ich ein andermal. Nicht jetzt. So. Wie könnt ihr es wagen, mich des Diebstahls zu bezichtigen? Ich habe gesehen, wie ihr Vorräte von... Die vielen Wiesen haben eure Augen geschwächt. Ein Chasing würde sich niemals zu einem Diebstahl herablassen. Ihr Leute aus den Marschen seid doch alle Diebe und Lügner. Das reicht. Die Leute hier sind ohnehin schon verzweifelt und verängstigt. Sie brauchen nicht auch noch eine Prügelei zwischen euch beiden. Was ist Hissa? Aber was ist mit meinen Mera, Vorräten? Ihr gehört nicht zu denjenigen, die mich gefangen genommen haben. Ich werde euch nicht mehr Unterhaltung bieten als den anderen Menschen. Lasst mich in Frieden. Wer seid ihr? Ein Gefangener. Ich bin in einem Käfig. Oder etwa nicht. Eingesperrt wurde ich von der Kirche. Die ehrwürdige Mutter sagte, er habe eine ganze Familie erschlagen. Selbst die Kinder. Es ist so, wie sie sagt. Ich bin Sten de Beresat, der Vorhut des Volkes der Kunari. Ich bin Kasrel. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ihr verspottet mich. Oder ihr zeigt Manieren, die ich in euren Ländern nicht erwartet hätte. Aber das ist jetzt auch unwichtig. Ich werde schon bald sterben. Diese stolze und mächtige Kreatur soll der dunklen Brut zum Fraß vorgeworfen werden. Selbst wenn ihr keine Verwendung für ihn habt, schlage ich vor, dass ihr ihn aus Barmherzigkeit freilasst. Barmherzigkeit? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Ich schlage außerdem vor, dass Alistair seinen Platz im Käfig einnimmt. Das wiederum hatte ich erwartet. Ich schlage vor, ihr überlasst mich meinem Schicksal. Was habt ihr getan, um diese Behandlung zu verdienen? Ich wurde wegen Mordes verurteilt. Haben euch die Dorfbewohner das nicht erzählt? Wollt ihr nicht Buße tun? Ich tue Buße, indem ich sterbe. Es gibt andere Wege, wie ihr euch reinwaschen könnt. Vielleicht. Was hieltet ihr in eurer Weisheit denn für angemessen? Ihr könntet mir helfen, das Land gegen die Verderbnis zu verteidigen. Die Verderbnis? Dann seid ihr ein grauer Wächter. Warum fragt ihr? Mein Volk kennt die Legenden über die Stärke und Fähigkeiten der grauen Wächter. Aber vermutlich sind nicht alle Legenden wahr. Würde die ehrwürdige Mutter euch freilassen? Vielleicht, wenn ihr ihr sagt, dass die grauen Wächter meine Hilfe benötigen. Dabei könnte ich ebenso schnell den Tod finden wie hier. Ich werde euch vorerst verlassen. Dann lebt wohl. Damit er hier verhungert oder von der dunklen Brut geholt wird? Niemand verdient dieses Schicksal, nicht einmal ein Mörder. Das sehe ich genauso. Dann gehen wir doch erstmal zur ehrwürdigen Mutter. Weil darauf zu warten, dass die Brut kommt und einen umbringt, ich weiß nicht. Finde ich nicht so schön. Würdet ihr mir etwas verraten, Morrigan? Habt ihr euer ganzes Leben in diesem Wald verbracht? Hin und wieder ging ich fort, kam aber immer wieder zurück. Warum? Ist das so ungewöhnlich? Am liebsten würde ich ja stehen bleiben und mir die Dialoge erstmal komplett anhören. Aber ich glaube, davon kommen noch einige auf uns zu. Wir hatten doch hier noch eine andere Quest. Naja, Sir Bryant war es nicht. Oh, Bücherregal. Und hier war eine verschlossene Kiste. Wird erledigt. Bronzesymbol von Andraste. Ah, ein Geschenk. Okay. Mit den Geschenken werde ich mich auch später mal beschäftigen. Die werden wohl noch recht wichtig werden, aber im Moment sammle ich die erstmal nur. So. Und der Schrank war, glaube ich, auch verschlossen. Ich nehme an, ihr wollt etwas. Schon unterwegs? Geht nicht? Oder war dafür ein Schlüssel erforderlich? Dafür war das noch ein Schlüssel erforderlich. Okay, hier ist die alte ehrwürdige Mutter. Aber mit ihr sprechen wir erst im nächsten Video.